Preston, stech den Kerl ab, nimm seine Waffe. Los! Я услышал разные сводки. Они говорят, что если этот шпион устроил десяток спецназов. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Airborne, Bad Company 2, letzte Mission. Ich soll den Typ jetzt langsam leise ausschalten, aber auch wenn ich den jetzt, der will mich doch sehen, der guckt doch genau in meine Richtung. Wie hätte ich das denn jetzt machen sollen? Gab's hier einen alternativen Weg? Preston, stech den Kerl ab, nimm seine Waffe. Los! Aber haben wir keine Waffen dabei? Ich muss wahrscheinlich warten, bis der weggeht. Die gehen nicht weg. Okay, so geht's auch. Waffen, aber kaum Munition. Dito, verdammt. Ich sollte also sparsam mit Schießen umgehen. Ist aber nicht so intelligent, im Flugzeug rumzuballern. Von wegen Außenhaut kaputt machen und so. So, Munition haben wir gefunden. Ich verstehe auch nicht, warum wir die Waffen nicht dabei haben, die ich vorher dabei hatte. Ich habe auch keine Granaten mehr, nichts. Haben sie alles im Fahrwerk gelassen oder runtergeschmissen. Scheiße, unten bleiben, da sind noch mehr. Я услышал разведсводки. Они говорят, что весь этот шухер. Mehrfacher Kontakt macht sie kalt. Russische Plakate. Was haben wir denn hier? Just eat it. Kiwi. Das ist wahrscheinlich ein russischer Boxer oder Wrestler. Oh, haben wir auf jeden Fall Fahrzeuge dabei. Komm. So, da hätte schon die Waffe zu sein. Die war aber eben noch irgendwann noch ein bisschen kleiner. Ja, geht nicht auf. Keiner. Darüber denken wir später nach. Auf geht's. Jetzt wollen wir das Ding also vielleicht doch entführen. Schluss mit dem Rumschleichen. Das war's. Weiter. Sie sind hinter der Tür. Wir brechen sie auf und dann bist du dran. Sobald der Rauch drin ist, machst du sie kalt. Versteck. Will ich das MG aufheben? Komm, nachladen.
So, das haben wir. Oh, da ist einer gespawnt gerade. Da ist es, das kommt. Das ist so gutes für ein Flugzeug, wenn wir das hier so halb kaputt schießen alles. Da kann er drin. Autopilot. Zum Geier ist Kirilenko. Wir sind etwa 130 Kilometer von Texas weg. Nähern uns schnell. Sarge, uns läuft die Zeit davon. Gentlemen. Das Gemisch, das Sie mir gegeben haben, wird uns vor der Explosion schützen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Viel Spaß. Hä? Dass wir nicht in den Waffenraum konnten, stimmte nicht ganz, oder? Nein, aber... Ach, scheiß drauf. Der Ruhestand wäre eh schnell langweilig geworden. Sie sind zu spät. Wir sind fast am Ziel angekommen. Das bezweifle ich. Mach mal. Boss, was tun Sie da? Zurück, Jungs! Hey, Showtime. Oh, werden Sie sich opfern? Warum hab ich jetzt... Tu's für Texas, Friend! Feierabend! So. Okay, und jetzt nichts wie raus hier. Dieses Scheißding stürzt ab! Mach schon! Ich dachte, das Flugzeug wäre sicher. Wo ist Kirilenko? Los, los, los! Und wo haben wir einmal die Fallschirme her? Die liegen da rum, oder was? Ich bin der Held, ich springe ohne Fallschirm. Kann ich jetzt in der Luft töten und muss mir einen Fallschirm schnappen von ihm? So, der ist hin. Ich hätte gerne einen Fallschirm, bitte. Bitte. Kamerad. Gib ihn mir. Okay, hat geklappt scheinbar. Ich habe 4 Fallschirme gesehen. Es wäre so geil, wenn jetzt Kirilenko noch runterfallen würde. Platsch! Einer muss ja vor dir aufgekommen sein, die haben ja Fallschirme gehabt. Okay, okay, ich schätze, ich hätte früher oder später mal vorbeikommen müssen. Was machen wir jetzt? Sarge? Du bist so still. Er hat jetzt seinen Ruhestand, oder? Dank ihm bin ich jetzt offiziell im Ruhestand. Ja, verdammt gut gemacht, Marlo. Ich? Ach Quatsch, Sweets. Was ist mit dir? Weiß nicht. Es war cool, aber dieser Spec Ops Mist ist nicht so mein Ding. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich feiern. Und ich weiß auch schon wo. Da gibt's ein Mädel, die heißt Chantal. Die kann Squad. Dir... Still! Gestatt! Na, wer kommt denn jetzt? Ach, er. Gentlemen. Sir. Rühren. Die amerikanische Regierung dankt Ihnen von ganzem Herzen. Es tut mir zwar leid, Ihnen das zu sagen, aber Sie müssen alle mitkommen. Nächste Mission? Warum denn, Sir? Die Russen. Sie marschieren ein. Sir, nein, tun Sie nicht. Wir haben gerade Ihre Superwaffe zum Teufel gejagt. PS. Invasion fällt aus, Sir. Nicht hier. Sie kommen über Alaska. Alaska! Manchmal hasse ich's, Recht zu behalten.
Ja, das ergibt ja auch am meisten Sinn. Ich glaube, Alaska und Russland, da trennen sich die beiden, glaube ich, nur 40 Kilometer oder so. Ja, fällt aber erstmal Kanada, ne? Das ist ja egal. So, das war's. Battlefield Bad Company 2. Einen dritten Teil gibt es nicht, noch nicht, obwohl sich Fans ja seit Jahren einen wünschen. Es gab auch immer wieder Gerüchte, dass es einen geben würde, aber gibt keinen. Und dann spielt man noch. Wenn es den jemand gibt, dann geht es wahrscheinlich hier weiter mit Alaska. Also Schneekämpfe und so weiter und so fort. Hat mir ganz gut gefallen, das Spiel war recht kurzweilig, aber gut. Also macht's gut, liebe Leute, ich bin raus. Tschüss.